Das Thema ist Superfoods im heimischen Garten, unsere Strategie und unser Sortiment dazu. Ich möchte dazu ein klein bisschen weiter ausholen, um das auch richtig darstellen zu können. Nämlich einmal kurz etwas zur Firma Häberli sagen und im zweiten werden wir Ihnen dann unsere Trends oder die wichtigsten Trends nennen und im zweiten Teil dann noch die Beeren-Obstarten vorstellen, die wir jetzt neu unter Superfoods verkaufen. Gegründet worden ist die Firma Häberli in der Schweiz, in Neukirch-Egnach, das ist also im Kanton Thurgau, im Jahre 1964 und hat sich in den 70er Jahren bereits um Fruchtpflanzen gekümmert. Das Besondere daran war, auch in den 70er Jahren schon, dass die Firma Häberli robuste Sorten und aromatische Sorten für den Hausgarten gesucht hat. Also damals wurde ja eigentlich gegen Schädlinge noch ordentlich gespritzt und Herr Häberli hat damals bereits angefangen, Robustes für den Hausgarten zu suchen. Später wurde dann das Beerenobstsortiment im Systemangebot an die Gartencenter verkauft. Das heißt, es kam POS-Material dazu und dieser Früchteprofi, den wir heute noch haben, das nennen wir eben das Systemangebot. Also der Kunde wird ausgestattet mit Pflanze und allen wichtigen Informationen. Seit 2008 gehört die Firma Häberli zur Rutishauser Gruppe. Wir sind in Neukirch zu Hause, eben wie ich sagte, das ist im Thurgau in der Schweiz. Dort ist Produktion, Forschung, Entwicklung, Marketing, Logistik, also in alle wichtigen Abteilungen. Und wir haben eben die Häberli GmbH in Bad Neustadt, die eigentlich nur den Verkauf hat und wir von dieser Adresse aus dann unsere Lieferungen in ganz Europa tätigen können. Jetzt zu unserer Strategie, zu unserer Philosophie und da darf ich auch ein Stück zurückgehen. Die Firma Häberli hat immer schon robuste, aromatische Sorten gesucht für das naturnahe Gärtnern, damit die Gartencenter wenig Arbeit haben, damit die einfach sagen können, jawohl, das ist das beste Sortiment, was wir im Moment im Beerenobstbereich bekommen können. Da sind wir gut bedient und beraten. Und dass der Kunde, ja, die Qual der Wahl nicht so groß ist. Also, dass auch der Kunde entscheiden kann, jawohl, wenn der Häberli sagt, das passt, das Sortiment, dann kann ich mich darauf verlassen und dann habe ich Erfolg. Das ist eigentlich uns ganz wichtig. Selektionskriterien ist immer die Fruchtqualität, ist klar, dass es also schöne Früchte gibt, dass die Pflanzen robust sind und natürlich ertragreich. Also es ist zwar nicht das erste Kriterium der Ertragreichtum, aber sicherlich ist es ein wichtiges. Weitere Kriterien sind aber auch immer gewesen, und da komme ich jetzt langsam zum Ziel, die absolut neue Eigenschaften, also jetzt zum Beispiel bei Brombeeren, dass man mal eine stachellose Sorte hat oder bei Heidelbeeren gibt es neu immer tragende Sorten oder mehrmals tragende Sorten, also so ganz neue Eigenschaften für bestimmte Obstarten. Besonders schöne Pflanzen sind auch immer aktueller. Neue Obstarten, die erste war damals die Maibeere, die Sie vielleicht kennen, die Häberli eingeführt hat, heute überall bekannt. Und besondere Gesundheitswerte der Früchte. Also es ist eigentlich schon immer bei uns ein Ziel, dass man möglichst auch Früchte anbietet, neben den normalen, die besonders gesund sind. Und die Trends, die wir jetzt am Markt finden, sind ja sehr vielfältig. Also das Beerenobst ist, ich komme dann noch mal kurz drauf, ziemlich aktuell im Moment, also in vielfacher Hinsicht ist Beerenobst eine Superfood und in diesem Beerenobstsortiment kann man heute viele Trends feststellen, wie zum Beispiel, dass man Produkte anbietet,
die recht schnell tragen. Also der Kunde möchte heute nicht mal 2, 3, 4 Jahre warten, bis er mal ernten kann, sondern möglichst pflanzen und ernten. Man hat den Trend zu kompakten Pflanzen, also die Gärten werden kleiner. Man möchte gerne nicht mehr riesige Bäume haben, einfach ein bisschen Lust auf das Gärtnern und ein bisschen Erfolg. Wir haben in dem System diese Koni-Bäume im Angebot, also fertige Apfelbäume, die schon voll im Ertrag sind. Wir haben das Arcadia Plus gebildet, um Pflanzen für Balkon und Terrasse anzubieten. Speziell unter dieser Marke bieten wir ein Sortiment für Balkon und Terrasse an. Des Weiteren ist sicher momentan im Trend das Mini-Obst, das Säulenobst, allgemein bekannt, und Sorten für kleine Gärten. Und dazu kommt, das ist jetzt im unteren Bereich zu sehen, der Trend aus der Lebensmittelbranche, die Superfoods. Und da kann man sich jetzt als Lieferant für Bärenobst wieder einklinken. Es ist im Moment sehr aktuell eine gesunde Ernährung. Die Vegetarier sind auf dem Vormarsch. Es gibt wirklich einen Selbstversorgertrend, also dass man selber ernten möchte, dass man Bio ernten möchte und so weiter. Und das alles zusammen ist für uns eigentlich die Möglichkeit, das Bärenobst wieder in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Warum ist jetzt Bärenobst so besonders beliebt? Es ist erwiesen, dass es Bärenobst auf dem Vormarsch ist, also der Verzehr von Beeren steigt weiter. Und auch im Bärenobstbereich sind wir glücklicherweise in der Lage zu sagen, dass wir immer mehr Bärenobstpflanzen verkaufen können. Es sind auch immer mehr Bärenobstpflanzen im Angebot, das kann man sogar hier auf der Messe sehen. Also wenn man vor 10 Jahren über die Messe gelaufen ist und heute, dann erkennt man, dass es Bärenobst enorm zugenommen hat. Es gibt viel mehr Anbieter, es gibt ein viel breiteres Sortiment in allen Variationen. Bärenobst ist dekorativ und es bringt ein schnell Erfolgserlebnisse, also eine kleine Brombeere auf den Balkon gepflanzt oder auf die Terrasse und schon kann man im nächsten Jahr super schöne Früchte ernten. Bärensträucher sind auch beliebt, weil sie sich gut für kleine Gärten eignen. Kinder essen Bären unheimlich gern. Also wenn man Degustationen in Gartencentern durchführt, dann gibt es Kinder, die kommen dann 10, 15 Mal vorbei und sagen Hallo und nehmen immer was mit. Also sind alles Sachen, die für Bärenobst sprechen. Bärenobst hat einen hohen Vitamingehalt. Und sie sind natürlich auch süß, kalorienarm, eben einfach gesund. Und diese ganzen Vorzüge des Bärenobsts sind ja nicht so einfach zu kommunizieren. Also uns ist einfach wichtig, dass wir dem Kunden auch sagen können, oder wir können dem Kunden nicht sagen, hey, alles Bärenobst ist gesund, jetzt kauf alles Bärenobst, dann ist es für ihn schon wieder, denke ich, zu viel. Und deswegen haben wir überlegt, wie wir das Thema Superfoods in unser Sortiment einfügen können, haben ein Piktogramm geschaffen und uns für spezielle Obstarten entschieden. Das heißt, wir möchten dem Kunden mit dem Superfoods Bärenobstarten vorstellen, die besonders gesund sind, aber ihm auch gleichzeitig damit neue Bärenobstarten zeigen und die neuen Bärenobstarten bekannt machen. Der Herr Köhler wird dann auf diese Bärenobstarten eingehen. Und wir können drittens mit dem Superfood-Piktogramm die Trends der gesunden Lebensmittel bedienen mit den Superfoods. Also ein Piktogramm geschaffen und damit verschiedene Obstarten,
die wir zum Teil neu im Sortiment haben, aber die zum Teil wie Holunder oder so schon länger auch im Sortiment sind, einfach unter dieses Logo gestellt, um dem Kunden klarzumachen, hier gibt es Obstarten, neben Kirsche oder neben Apfel und Erdbeere und Himbeere, die besonders gesund sind und die der Kunde vielleicht so noch gar nicht im Visier hatte. Das ist zum ersten Teil. Jetzt wird der Herr Köhler Ihnen nochmal genaues zu unserem Superfoods-Logo sagen, also was wir darunter verstehen, und die einzelnen Beerenobstarten vorstellen. Danke erstmal bis hier. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Das Thema Superfruits hatte ich heute schon am Stand von Häberli einige Male angesprochen. Es ist ein interessantes Thema, wo man vor allem von der weiblichen Seite der Kundschaft schon aktives, reges und fachlich fundiertes Rückkopplungen bekommt. Ich freue mich, dass auch viele Männer hier im Publikum jetzt sind. Wir müssen uns auch mit diesem Thema beschäftigen, nicht nur, dass wir weiterhin gut aussehen, sondern es geht ja heute um das Thema, wie kann ich das im Gartencenter, in meiner Verkaufsanlage, in meiner Gartenplanung auch einbringen und umsetzen. Sie wissen, dass der Begriff Superfood ist nicht geschützt oder Superfruit, können Sie im Prinzip einsetzen, wie Sie wollen. Es hat sich eben gezeigt, aufgrund der Werbung in den Gesundheitsforen, in der Gesundheitsbranche, dass bestimmte Pflanzen als Superfruits oder Superfood bezeichnet werden. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie mit diesem Thema umgehen können und dass einige altbekannte Pflanzen, sogar die Mehrheit der altbekannten Pflanzen, durchaus in diesen Bereich Superfood hineinpassen. Und ich starte mit einer ganz profanen Sorte, die schwarze Johannisbeere. Sie wird bezeichnet als wohl die wertvollste heimische Obstart oder gängige Obstart. Wir kennen sie vom Johannschorle aus der Gastronomie als Kuchenbelag, aber wer hätte gedacht, auch die Blätter werden eingesetzt, und zwar als Tee- und Badezusatz. Das ist also etwas, als ich vor Jahrzehnten Baumschule gelernt habe, hat man davon überhaupt nicht gesprochen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Wir beschäftigen uns damit, wir dürfen uns damit beschäftigen und es kommt uns selbst auch zugute. Nun wird das Ganze kein ernährungsphysiologischer Vortrag. Das sollten Sie auch nicht versuchen zu sein. Wir sind Gärtner, aber wir wollen das doch auch mit nutzen und einbringen. Und da gibt es dann so ein paar Schlagworte, die bei unserem Kunden haften bleiben. Und die schwarze Johannisbeere hat zum Beispiel dreimal mehr Vitamin C als die Zitrone und doppelt so viel Kali wie ein Apfelbaum. Ja, das sind Dinge, die bleiben haften. Mit den beiden Sorten Bona und Big Ben haben wir Ihnen zwei großfrüchtige Sorten mitgebracht, unterschiedliche Reifezeit, sodass Sie das Erntefenster erweitern können, und die Großbeerigkeit sagt leichte Ernte, und ich habe auch was fürs Auge. Mit der Heidelbeere, oder besser mit der Waldheidelbeere, gehen wir genau in die andere Richtung. Hier haben wir sehr dunkle und sehr kleine Beeren. Die haben aber den Vorteil, kleine Beeren haben prozentual mehr Inhaltsstoffe. Also das heißt, eine Handvoll kleiner Beeren bringt mir mehr als eine Handvoll großer Beeren. Das hängt zum einen damit zusammen, dass viele Inhaltsstoffe an die Beerenhaut gekoppelt sind, und physikalisch, weil eben eine große Kugel eine kleinere Oberfläche zum Volumen hat. So, die Heidelbeere, bei ihr sagt man, sie führt die Rangliste der Radikalfänger an. Sie hat also zum Beispiel doppelt so viel Radikalfänger wie Erdbeeren oder Himbeeren. Mit dieser Waldheidelbeere Sinica bedienen Sie noch einen weiteren Trend, nämlich den Trend nach Natürlichkeit. Es ist eben eine Waldheidelbeere, sie ist sehr robust, sie ist kleinwüchsig, dadurch auch wiederum gut geeignet für die Kultur auf dem Balkon, auf der Terrasse, und sie ist selbst fruchtbar, ich brauche also nur eine Pflanze. Cranberry.
Ich kannte früher nur Heidelbeeren, aber im Bereich der Fruchtproduktion für den heimischen Garten werden die amerikanischen Cranberries bevorzugt. Hier habe ich gelesen, 95% der Radikalfänger OPC gehören dem Typ A an. Ein scheinbar sehr wertvoller Typ. Im Apfel sind es gerade mal 15%. Also Radikalfänger ist ein Thema, was immer wieder im Bereich Superfoods auftaucht und was wir uns einprägen sollten. Die Sorte Red Star, wir haben hier auch etwas mitgebracht, eignet sich aufgrund des Wuchses sehr gut zur Bepflanzung von Ampeln, zur Bepflanzung von Hochbeeten, auch ein Thema im Moment, Balkonkästen sowieso. Diese filigranen Triebe und das feine Laub sind sehr, sehr dekorativ. Im Winter bordeauxrotes Laub und purpurfarbene Früchte, die bis ins Frühjahr haften. Ich habe jetzt also nach den Sturmereignissen der letzten Wochen geschaut und verkostet, gerade vor der IPM nochmal. Sie hängen also immer noch am Strauch. Die sind jetzt also kirschengroß, haben eine knackig-fruchtige Konsistenz, ähnlich wie ein frischer, knackiger Apfel. Und die Säure ist mittlerweile auch so weit abgebaut, dass man sie roh sehr gut verzehren kann. Amelanchier und hier speziell die kanadischen Blaubeeren, die Saskatoon, sind auf eine andere Art zusätzlich super, nämlich super einfach in der Pflege und in der Verarbeitung. Ein Auslichtungsschnitt bei freiwachsenden Sträuchern, damit hat es sich im Prinzip schon erledigt. Sie sind robust, bekommen kaum irgendwelche Krankheiten. Aber auch sehr dekorativ, was die Blüte angeht. Die Verarbeitung, total easy. Einfach die Beeren abernten, offen hinlegen auf eine Fläche und eintrocknen lassen. Wenn Sie es also nicht frisch verzehren wollen, dann ist das die einfachste Variante. Sehr schönes, feines Mandelaroma haben die Beeren und sie liefern uns im Bereich Superfood Pektine, Gerbstoffe, die für die Verdauung sehr wertvoll sind. Auch hier zwei verschiedene Sorten, einmal Slide, etwas schwächer wachsend, aufrechte Triebe mit Endstadium von ungefähr 2 Metern. Dann gibt es andere Sorten und hier die Martin hat ein anderes Wuchsverhalten und hat aber den Vorteil, dass sie größere Beeren liefert, die relativ gleichmäßig abreifen, sodass ich also nicht die einzelne Beere pflücken muss, sondern die ganze Traube nehmen kann. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas Chinesischem oder man könnte auch sagen klassisches Superfood, nämlich die Goji-Beere und die Schisandra. Das ist etwas, was unsere Kunden also nun wirklich aus der Gesundheitsbranche, aus den verschiedenen Drogerieprodukten, aus dem Internet kennen. Die Goji, eben seit Jahrtausenden in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt und beheimatet, sie hilft beim Aufbau der Darmflora. Ja, mit Flora kennen wir uns als Gärtner aus, aber die Darmflora ist auch etwas Wichtiges, das wir wissen müssen. Die Goji enthält auch Proteine. Proteine ist ein Thema, was bei Fruchtpflanzen häufig außer Acht gelassen wird, aber Fruchtpflanzen, Früchte sind auch Proteinlieferanten. Ja, und Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die sind heute fast so bekannt wie Vitamin C. Ja, sonst meist aus tierischer Nahrung geliefert. Mit den Sorten Goji Number One und Amber Sweet Goji gibt es neuere Sorten. Diese Sorten zeichnen sich einmal durch ein wunderbares Farbspektrum aus, was die Früchte angeht. Von dem klassischen Rot-Orange bis Bernsteinfarben-Gelb. Und sie sind im Frischverzehr wesentlich angenehmer als die etwas älteren Sorten. Sie kommen auch früher in den Ertrag. Die China-Beere, also Adaptogene. Adaptogene ist eine neu definierte Wirkstoffgruppe oder Nährstoffgruppe. Sie hilft uns, uns besser an Stresssituationen anzupassen, sowohl psychischer Stress
als auch physischer Stress. Ja? Der Gärtner in der Frühjahrszeit etwas überlastet, dann müssen wir Schisandra nehmen, dann passt sich der Körper besser an, er erholt sich von dem körperlichen Stress besser. Sie wird bezeichnet als die Pflanze mit den vier Geschmäckern. Es ist tatsächlich so, salzig, süß, bitter, fruchtig. Also es ist tatsächlich ein Gaumenkitzel, wenn man mal Schisandra probiert. Und hier habe ich jetzt als erste Schlingpflanze die Möglichkeit, ein Superfruit auch gestalterisch im Garten an einer anderen Stelle zu platzieren. Sonnig, halbschattige Standorte werden bevorzugt. Die schwarze Maulbeere. Sie ist die einzige oder der einzige baumartige Vertreter in unserem bärigen Sortiment, das wir heute vorstellen. Zu dem weiten Vitaminkomplex und den Mineralstoffen gesellt sich noch eine enorme Süße. Mir persönlich geht es so, wenn ich im Sommer meinen Nachtisch in unserem Schaugarten einnehme und mich durch das Sortiment so durchgenascht habe und ein gewisses fruchtiges Sättigungsgefühl einsetzt. Eine Maulbeere am Ende, die passt immer noch rein. Die Süße ist einfach bombastisch. Und die Maulbeere hat den Vorteil, dass sie auch gestalterisch sehr gut eingesetzt werden kann. Hier die Sorte Mora zum Beispiel, man schneidet sie zurück, lichtet sie aus. Die Neutriebe sind sehr biegsam. Ich kann sie also als Spalier gut einsetzen. Ich kann Pergolen damit begrünen. Ja, ganze Laubengänge wurden in der Barockzeit mit Maulbeeren ausgestattet. Gibt es auch heute noch zu bewundern. Im Verkaufsgespräch kann man auch immer gern die Geschichte der Seidenraubenzucht in Deutschland einführen. Und die Maulbeere war vor Jahrhunderten weit verbreitet in Deutschland. Meint man gar nicht. Schwarzer Holunder, sowas Altbackenes, das kennt ja jeder. Ja? Also eine wirklich altbekannte Vitaminpflanze. Wir müssen aber auch wissen, sie hat antivirale Wirkung und sie ist schmerzstillend. Und der Holunder ist deswegen so interessant. Hier kann ich einen weiten Bogen spannen. Von der Mythologie der alten Germanen bis hin zum Ingetränk Hugo. Hier finden Sie Ihre Geschichte, um diese Superfruitpflanze dem Kunden nahezubringen. Es ist also eine ganz faszinierende Pflanze. Und hier mit der Sorte Haschberg haben Sie eine Sorte mit großen Dolden, große Früchte, große Einzelbeere. Sie reift auch wiederum gleichmäßig ab, sodass das Ernten leichter ist. Und man sagt immer wieder, sie wird von Vögeln weniger angeflogen als andere Sorten. Also diese Erntehelfer brauchen Sie dann nicht einzustellen. Meine Kollegin sagte schon, die Maibeere, etwas, was Häberli eingeführt hat. Und hier spricht der Name schon Bände, Maibeere, sehr, sehr früh in der Reife. Sie ist quasi das erste exotische blaue Früchtlein, was uns zum Naschen zur Verfügung steht. Sie ist auch ein Vitaminspender, der im Bereich Vitamin C und Vitamin B uns versorgt. Die Maibeere ist sehr robust, insgesamt kleinbleibend, das heißt auch hier wieder Kübelpflanzeneinsatz ist wunderbar gegeben, wenig Pflegeaufwand. Je nach Kulturführung von Erdbeeren und Region fällt die Ernte zum Teil schon mit Erdbeeren zusammen und die beiden ergänzen sich sowohl farblich als auch geschmacklich wunderbar, sollten Sie mal ausprobieren. Die Reifezeit von Maibeersorten liegt recht nah beieinander. Trotzdem empfiehlt es sich, die beiden Sorten Amur und Maibeer gemeinsam zu pflanzen, um den Ertrag zu steigern. Der Sanddorn, das ist eine Pflanze, die uns in vielen Pflegeprodukten, die Frauen wissen das, begegnet, in Körperpflegeprodukten. Neben dem hohen Vitamin C-Gehalt ist hier auch das Vitamin B12 zu nennen. Das ist wichtig im Hinblick auf die Ernährung bei Vegetariern. Wo ist eine B12-Quelle? Sanddorn gehört dazu. Mit der Sorte Sandora haben Sie eine selbstfruchtbare Sorte,
zur Verfügung, die also schon mit einer Pflanze große Erträge bringt und kernlose Früchte präsentiert. Ja, und hier wieder ein Klassiker, den die Werbung für uns vorbereitet hat. Aronia, da brauchen wir als Gärtner wenig zu tun. Die Nachfrage kommt automatisch, eben weil das Produkt bekannt ist. Wer ist gut empfangen? Ja, fast so gut wie ich im Werfen. Also das sind getrocknete Aronia-Beeren. Eben auch super einfach in der Verarbeitung. Wirklich nach dem Ernten einfach ausbreiten. Die trocknen von alleine ein und so kann ich die den ganzen Winter ins Müsli mit einmischen. Also unter den vielen Inhaltsstoffen der Aronia-Beere ist hier mal zu nennen die Folsäure. Ein wichtiges Thema Frauenheilkunde rund um Schwangerschaft. Und Begriffe wie Ausleiten, Entgiften, das sind Themen, die immer wieder kommen im Bereich Ernährung und Gesundheit. Diese Wirkungen werden der Aronia-Beere zugeschrieben. Die Sorte Viking ist ein sehr attraktiver Strauch, von der Blüte bis hin zur Herbstfärbung. Die Aronia-Beere ist auch sehr einfach zu ernten. Man kann die ganzen Dolden abschneiden und sie dann zum Trocknen aufbewahren. Sie bleiben sehr lange am Strauch haften. Ich kann also auch die Ernte bis in den Spätherbst hinein durchziehen. Reif werden sie, ja, man sieht es auf dem Bild, wenn die Spitzen vorne, wenn die langsam einfallen und dann sind sie reif. Dann können sie sie auch frisch verzehren. Sie sollten die eigentlich mal durchreichen, nicht horten, probieren. Superfruit macht wach. So, zu guter Letzt noch etwas für die Freunde von Wintergärten und die in besonders begünstigten Gegenden Deutschlands leben. Der Granatapfel. Sie ist eine der ältesten Heilpflanzen der Menschen. Hunderte von Untersuchungen haben die Wirksamkeit belegt. Hier noch ein Highlight, das sich einprägt. Die antioxidative Wirkung von Granatapfelsaft soll die von Blaubeersaft um das Tausendfache übersteigen. Also, wenn man sich das nicht merken kann. Provence hat auch diese wunderbar orange-roten Blüten, ist selbst fruchtbar, aber für einen guten Fruchtansatz und für die Ausreifung von Früchten sollte doch die Kübelpflanzenkultur bevorzugt werden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben jetzt gespürt, wie doch mit relativ wenig Aufwand das Thema Superfruit von uns Baumschulern, Gartencenter-Verkäufern besetzt werden kann, wie viel einheimische Pflanzen neben den neueren Pflanzen dazugezählt werden können. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, einmal für sich selbst und natürlich für unseren Kunden. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.